Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Baojax. Spielt Kingdom Hearts. Wir sind hier in der 100-Morgen-Land-Welt-Gedönse unterwegs. Winnie-Pooh-Land. 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 Und wir haben das nächste Minispiel parat. Das nämlich heißt, hindert Tigger daran, die Karotten zu versenken. Ja. Und ja, neben mir sitzt natürlich wie immer Haru. Hallo. Und ich bin der gute Ranton. Hi. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen tollen Freitag. Wahrscheinlich ist es schon wieder Freitag. Ja, es ist schon wieder Freitag. Ist schon krass. Es ist ja bald Wochenende. Ja. Weekend. Bin ich schon richtig It's geil. Friday, Friday, gonna get down, Friday. Das zu mir habe ich nie gerafft. Das ist einfach so ein schlechtes Lied, was dann einfach... Nicht. Das ist einfach wie Opa Gangnam-Style irgendwann durch diverse Seiten einfach... Moment. Willst du etwa sagen, dass Opa Gangnam-Style ein schlechtes Lied ist? Nein, das ist krasse Gegenbeispiel ja. dazu. Mach mal ruhig weiter. Was ja. Ding ist, aber das wurde dann halt, weil es halt zu schlecht ist, halt einfach durch halt lachhaft. Ja, ja klar. Ja, es ist schon sehr, sehr verrückt eigentlich. Okay, einmal. Wenn halt das zweite Mal. Und dann ist es versenkt. Dann ist sie versenkt, ja. Genau so sollte es nicht passieren. Ja. Okay. Okay, das ist das ganze Spiel. Ganz cool. Einfach. Also Tigger darum zu scheren. Okay, wie viel 15 Karotten sind da, wie viel halt am Ende übrig bleiben? Umso besser ist es. Okay. Okay. Also auch wieder Folgen anscheinend eine gute Wahl. Ich hoffe, was für ein Arschloch, dass er auch genau da rumspringen muss. Kann er das nicht irgendwo anders machen? Ach ja. Ich meine, klar, das ist die Prämisse des Minispiels und so weiter, aber... Tigger, hä? Hä? Ah, okay. Ach, du musst einfach nur da stehen bleiben, oder was? Ich muss schnell genug dahin folgen. Okay. Ah, verdammt. Hä? Hast du dich jetzt nur selbst bewegt, oder was? Ja. Ja. Hat immer den Drang dazu, sich selbst zu bewegen. Aber irgendwo muss man... Bist du jetzt aus der Zone raus? Okay. Ja, okay. Ah, man muss wahrscheinlich... Aber noch ist alles cool, du hast nicht... Doch, eines versenkt. Zwei sind versenkt. Drei sind versenkt. Okay. Erfolgreiche Blocks, 9. Ja, es ist halt... Ja. Es gibt da immer so Sweet Spots und so und ja. Ja, ist aber auch... Ich glaube, man spielt Kingdom Hearts nicht wegen den Minigames, oder? Ja, es ist halt nettes... Beispiel, ich glaube, wir müssen Tigerblock 150 Blocks. 150 Blocks? Also fast jedes wahrscheinlich. Ja, okay. Oder 15. Hast du auch gar nicht gesprungen. Ja. Wahrscheinlich ist hier 15 gemeint. Weil 150 wäre ein bisschen zu krass, glaube ich. Es gibt da nämlich immer, wir gucken mal. Oder vielleicht wird es später schneller, kann natürlich auch sein. Dass je mehr du quasi da das rumspielst, desto schneller geht das auch. Okay. Ah. Denn es gibt noch einen Trick, wenn wählen sie in Soa und so ganz so schnell wie möglich zum Spielen. Und wenn Soa sogar bei hochspringt, also sprich, wenn wir den schon weiter oben blocken, kriegen wir 3 Punkte dafür. Ah, okay. Ach so, und wird, ach so, jetzt sehen wir das mit den übrigen. Ah, alles klar, okay. Dadurch kommen wir dann auf. Okay, ich dachte schon, hä? Wieso der Sprint kann 150? Hey, you kept a pretty good there, Sora, especially for a non-Tigger. Let's have another go. Was für ein sadistisches Arschloch. Hat er nichts Besseres zu tun, als seine Freunde zu quälen? Ich meine, es war harte Arbeit, diese Karotten anzulegen. Und das auch nur, um einem anderen Freund zu helfen. Und der will einfach nur rumspringen und ist total egoistisch. Ach, und
Also wirklich, ist eine ungerechte Welt in dieser Winnie-Pooh-Welt. Ungerecht. Ja. Hallo, der große Retter der Gerechtigkeit. Nein, ich sag er nur, wird, ich meine nur, dass die Werte von Winnie-Pooh, die übertragen werden, sind falsch. Es ist offensichtlich nicht, wie die Welt sein sollte. Nur weil ihr Spaß dran habt, anderen Leute Sachen zu zerstören, solltet ihr das nicht die ganze Zeit machen. Ein kleiner Schub sollte genügen. Ist klar. Okay. Und hepp. Hui. Und er fliegt ins Gemüse. Oh nein, nicht meine Kohlköpfe. Ach nee, falsche Serie. Wo ist denn nochmal her? Ah, Avatar. Also The Last Airbender. Stimmt. Da und Noma Schuh, der Typ. Und schon vorher auch. Genau. Der kommt ja andauernd da ab, ja. Und zum Beispiel, das war ja so ein Ronny-Gag. Nicht meine Kohlköpfe. Das ist so gut. Ich liebe das, ey. Ohne Scheiß. Ach, Avatar ist auch eine... Ist eine... Ah, da war noch ein bisschen Honig versteckt. Ah, sehr gut. Dann deswegen. Kann er ja kopflos bleiben. Noch ein Item. Mithrilerz. Schick. Avatar ist auch eine sehr, sehr gute Serie. Kann ich auch jedem empfehlen. Wo waren wir denn noch nicht? Keine Ahnung, diese grauen Felder, kannst du da hin? Da waren wir noch nicht. Ein Schaukelbaum. Gibt's da nicht sogar noch einen Typ, der ist Robin? Ja, das ist der menschliche Charakter, der Freund von Pooh. Treffen wir den auch noch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. Schade. Ich dachte, hier wäre vielleicht einer nicht verrückt. Ach ja. Da würde mich auch mal interessieren, ob es da auch so Analysen gibt von wegen, weiß nicht, Pooh steht für das Suchtverhalten, Ferkel steht für Depression, Tigger steht für, keine Ahnung, für so Depression. Überadrenalin. Nee. Oder für Angstzustände. Der Typ steht für Depression. IA, stimmt so weiter. Ja, ist wenn das ein Mensch wäre, hieß er wahrscheinlich Ian. Also Ian. Ian. Hallo, ja. Ich bin ertrunken. Hallo, Pooh. Ja, ich bin's. Kannst du mich rausziehen, falls es nicht zu viele Umstände macht? Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Na, egal, ich geh mal hier weiter. Ach ja. Der fällt sich so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Mitarbeiter im öffentlichen Amt. So einfach so. Was wollen Sie? Ein Ausweis? Wie auch immer. Haben Sie ein Foto dabei? Ah, nein. Es tut mir leid, dass Sie sauer sind auf mich. Ich mache hier nur meinen Job. Ah. Ach ja. Okay. Gut, was musst du denn hier machen? Vor allem sprechen wahrscheinlich Leute. Okay. Dann, Hilfe für die Karotten. Carrots. IA treibt an. Danke für den Hinweis. Hauptsache Pooh merkt nicht, dass er hinter einen Topf voller Honig ist. Zwei sogar. Kannst du ins Wasser gehen? Ja. Ah, sehr gut. Oh Gott, nicht schon wieder eine Unterwasser-Stage. Nein, nein. Okay, das ist schon. Ich muss einfach. Danke, Pooh. Danke, andere Person. Also ich, als ich so herumtrieb, kam es mir vor, als würde mir etwas fehlen. Und es fehlt mir immer noch. Mein Herz. Ias Schwanz. Achso. Ias Schwanz ist weg. Ja. Den verliert er doch andauern. Oder? Ja, der ist ja nur so angestickt. Ja. Mal sehen. Ja, ich habe ihn wieder verloren. Wo ist er bloß hin? Er ist kein besonderer Schwanz. Aber ich hänge an ihm. Vielmehr hängt er an dich. Aber ich wüsste, warum jemand danach suchen sollte. Wir würden ihn sowieso nicht finden. Sora, warum suchen wir nicht Ias Schwanz? Etwas verloren? Ist schon wieder die Klugscheißer-Eule. Hallo! Ich bringe den Plot voran. Eule, kannst du hochfliegen und tut mir leid, meine Augen sind nicht mehr die alten. Zu viel gelesen. Ja, deswegen, liebe Kinder, niemals lesen. Das macht eure Augen nur noch schlimmer. Blödsinn. Ich trage auch schon eine Brille und ich habe nur Harry Potter Bücher gelesen. Deswegen, ihr müsst noch mehr lesen, dann wird's noch besser. Dann wird's noch schlimmer, hast du doch gerade gesehen. Umgekehrt.
Hat auch gerade gesehen, aber seine Augen sind nicht mehr die alten, weil er hat zu viel gelesen. Siehst du die Schaukel? Okay, Pube hinbringen. Nee, die Augen sind ja ermüdet, weil er heute zu viel gelesen hat. Irgendwann, natürlich, über einen Tag gesehen, wenn du dann viel liest, dann hast du irgendwann... Rabbit hat natürlich seinen Karottensaft, das macht die Augen mal wieder heile. Ja. Und nicht so wie im RSF-Movie gelernt, dass Karotten gut für die Augen sind und dann einfach ins Auge stecken. Ja. Boah, wenn das helfen würde, ne? Ich hätte so viel Spaß als Augenarzt. Achso. Okay, wir müssen jetzt einfach zur Schaukel gehen, oder? Genau. Mit... Los. Gott. Go! Go for it! Das macht mich schon ein bisschen aggressiv, wenn ich ihn da herumtompeln sehe. Mach schneller. Los! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Kannst du ihn nicht einfach aufheben? Ich meine, es ist ein Teddybär. Nein. Willst du, dass man dich einfach so aufhebt? Wenn ich ein Teddybär wäre, ja. Ja. Der hat offensichtlich Probleme beim Gehen. Oh Mann. Mach schneller. Oh Gott. Na los. Los. Na jetzt. Jetzt haben wir's. So, und dann müssen wir nämlich mit dem Schaukeln. Jetzt wollen wir keiner schnell gehen, ist ja klar. Kommt jetzt schon wieder die Eule und erklärt uns irgendeinen Schwachsinn? Ja. Jedes Mal, wenn die Eule auftaucht. Wobei, er zeigt uns was Wichtiges an, glaube ich, wann wir... Du musst Folgendes tun. Mach dich bereit zum Anstupsen. Wie? So. So? Drücke R1 und schubse Pu an. Drücke R1. Danke für die Textbox. So? Na gut so? Prima, jetzt kommt der nächste Schritt. Drücke nochmal R1, genau im richtigen Timing. Vor unten ankommt, ja. Das Timing richtig, probier's mal, ja klar, komm. Ich helfe dir mit dem Timing. Also, jetzt müssen wir das so sehen, dass wir die Eule anschubsen, wenn die Flügel richtig ausgebreitet sind. Dann müssen wir ihn anschubsen. Um große Weiten zu kriegen, müssen wir was anderes machen. Endlose Weiten. Okay. Weil wir müssen nämlich in dem Spektrum von 27 bis 27... Von 27 bis 27? Von 20 bis 29 kommen, okay. Um den Schwanz zu finden. Ah, okay. Und deswegen muss man immer, wenn er ausbreitet, wenn du die weitesten Weiten, also die... Ja, wenn du am weitesten schmeißen möchtest. Dann musst du machen, wenn der die... drücken, wenn die Eule etwas zusammengezogen hat. Also wenn... Okay, also... Also ein bisschen später. Nee, klar. Der kommt mir bekannt vor. Wie schön er auch nur so eine rosa Schleife danach hat. Gefällt er dir? Wie gefällt er dir? Na? Wie fühlt es sich an, wenn es hinten reinsteckt? Es ist kein besonderer Schwanz, aber er gehört mir. Vielen Dank allerseits. Ich gehe mich jetzt wieder ertrinken. Ich wünschte, der 100 Morgenwald wäre so, wie er vorher war. Okay. Und das war's im 100 Morgenwald. Leider nicht. Tschüss. War das jetzt die erste von 5 Seiten? Ach nee, das ist die dritte, ne? Kraft der Zeit erhalten, okay. Stoppra. Wollen wir mal vielleicht zwischendurch abspeichern? Einfach nur so, damit wir... Ja. Weißt du, man weiß ja nie, wenn einfach die Apokalypse naht und die PlayStation 3 darunter leiden sollte, dann können wir jetzt wahrscheinlich nicht dann zurückgehen und das so machen. Apokalypse oder stell dir einfach mal den hypothetischen Fall vor, dass du in einem Spiel, wie in dem du nicht abspeichern kannst, nach eigenem Willen, sondern wie, ich weiß nicht, Dark Souls, 5 Folgen aufgenommen hast und dann einfach die Tondatei abgefuckt ist und man dann einfach noch alles nochmal machen muss. Beziehungsweise man kann es nicht alles nochmal neu machen, sondern man muss es schön zusammenschneiden, damit es adäquat ist. Ich stelle mir vor, es gibt einen Erfolg, der dir
den du kriegst, wenn du nicht das Spiel ein einziges Mal abspeicherst. Bei Dark Souls? Nein, nein. Achso, hier. Oh Gott. Ja gut, dann musstest du ja die 30 Stunden einfach am Stück spielen. Ja gut, wir haben ja auch viel rumgequatscht. Dort ja klar, aber ich meine, wenn du alles machen willst, das dauert halt seine Zeit. Nee, du musst ja nicht mal alles machen, du musst ja einfach nur das Spiel beenden. Also, ja, du, okay. Also da, hier den ganzen optionalen Scheiß bräuchtest du ja eigentlich. Also bräuchte man normalerweise nicht. Ich finde schön, dass du die Welt umschreibst mit Scheiß. Das ist auch mein Gefühl für die Winnie-Pooh-Welt. Nein, den Option, also dem. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Meine optionalen, also ja. Ja, den optionalen ja Pooh. Alles klar, dann ja, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann am kommenden Montag wieder, wenn es dann hier weitergeht. In der Bilderbuchwelt von Winnie-Pooh in Kingdom Hearts hier bei uns auf Barajax. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.